Ich habe gesehen, dass Nia ein Video hochgeladen hat. Das würde ich mir gerne angucken. Und zwar ist das Thema, was hinter einem NFT wirklich steckt. Ich habe da ganz kurz reingeguckt und ich habe gesehen, dass das Video ist tatsächlich gut gemacht. Also gut gemacht im Sinne von, es ist gut editiert. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Stell dir vor, du bist Künstler, du gibst dir unendlich viel Mühe für deine Kunst und dann gibt es Leute, die deine Kunst einfach so verwenden, ohne dir Credit zu geben. Oder das Ganze sogar kommerziell nutzen. Das neue Album Afterlife ist draußen. Checkt es out. Wir haben unendlich viel Arbeit in das Album gesteckt. Also natürlich könntest du da auch rechtlich vorgehen, aber mir hat das immer so den Vibe gegeben, dass Künstler im digitalen Raum nicht so wirklich wertgeschätzt werden. Beziehungsweise einfach nicht genug. Aber eine Frage, theoretisch könnte man doch einfach so ein Bild von der Mona Lisa, irgendwie ein rangezoomtes Bild als NFT verkaufen und das wäre legal, oder? Oder habe ich da irgendwas nicht verstanden? Also sind die Künstler denn wirklich geschützt? Theoretisch müsste das ja gehen. Und das ist auch kein Einzelfall, das ist schon häufiger passiert. Es gibt auch sehr viele große Fashion-Brands, die einfach Designs von anderen kleinen Künstlern klauen, so nach dem Motto, die kennt sowieso keiner. Warte mal, was steht da? Das will ich mir gerne durchlesen. TikTokerin geht viral, hat Converse ihr Design geklaut. Modekette Zara soll Design eine Studentin geklaut haben, ja. Das ist leider ein gängiges Ding. Klauen, so nach dem Motto, die kennt sowieso keiner. Ja, die gehört der NFT, aber nicht das Bild. Die Bildrechte hast du nicht. Ja, das stimmt zwar, aber trotzdem verdienst du damit Geld. Ja, mit der Kunst anderer Künstler. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das fühlt sich so shady an. Komplett scheiße ist. Doch dann kam man auf eine Idee, dem Ganzen so ein bisschen entgegenzukommen, beziehungsweise im Internet kam man so mehr oder weniger auf die Idee, dem Ganzen so entgegenzukommen. Und das mit NFTs. Damit soll man so grundlegend Kunst, zum Beispiel Bilder im digitalen Raum, schützen können und auch handelbar machen. Also so wie ich verstanden habe, sind die NFTs ja nicht mal wirklich im Blockchain, sondern lediglich ein Link. Und dieser Link kann dadurch verloren gehen, dass der Betreiber der Seite einfach dicht macht. Also es ist so unsafe eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich so, das ist ja eigentlich cool für die ganzen Artists da draußen. Aber leider hat das ganze Ausmaß angenommen. Uff. Also nochmal zurück. Uff. Stell dir vor, du bist dieser Künstler und willst ein paar deiner Werke handelbar machen. Und dann schaust du dir eins dieser Online-Auktionshäuser für NFTs an, um dich einfach so ein bisschen zu informieren. Dich ein bisschen mit dem Thema vertraut zu machen. Doch alles, was du dann siehst, ist das hier. 4000 neue computergenerierte Affengesichter, jetzt erhältlich. Greif zu, jedes ist ein Unikat. Ja, und die Sache ist, das ist zwar übertrieben dargestellt, aber so sieht das ja wirklich aus. Diese blöden NFT-Giveaways sehen auch, also wirklich, diese NFT-Giveaways oder generell NFT-Giveaways sehen meiner Meinung nach aus wie Mails, die im Spam landen. So eine typische Junk-Mail. Oh mein Gott, 400 limitierte Halbaffen, Halbhamster-NFTs. Die Sache ist, normalerweise habe ich nichts gegen Affen, ne? Aber seit NFTs habe ich so einen Low-Key-Hass bekommen gegenüber Affen. Also ich merke, wie ich Affen-Hass kriege durch NFTs. Obwohl Affen eigentlich überhaupt nichts dafür können. Jetzt zuschlagen. Hier ein NFT von Leonardo DiCaprio's Kurs. $1 Million. Dankeschön. Was geht dir dann durch den Kopf? Wenn ich so einen NFT-Affen sehe, ich werde aggressiv. Also ganz ehrlich, ich werde einfach nur wütend. Gar nicht über diese computergenerierte Kunst urteilen, weil jede Kunst ist ja auf seine eigene Art irgendwie ja perfekt, ne? Genauso wie dieser Künstler Salvatore Garau, der hat nämlich eine unsichtbare Skulptur für 15.000 verkauft. Das habe ich auch gelesen, das finde ich so absolut, das ist so absurd. Eine unsichtbare Skulptur für 15.000, das ist, ich habe das Gefühl, Kapitalismus hat wirklich seinen Peak erreicht. Also Menschen wissen einfach nicht mal, wohin mit ihrem Geld. Eine unsichtbare Skulptur, Leute, ich habe auch noch ein paar, also reiche Menschen, die man haben möchte. Schreibt mir einfach eine DM. Ist umweltfreundlicher als NFTs und eine Kunst für sich. NFTs basieren ja quasi auf Blockchains und werden mit Kryptowährungen gehandelt. Kryptowährungen, da gibt es auch super duper coole Sachen von, aber gleichzeitig auch super starke Nachteile. Aber auch gerade weil es mit Krypto zusammenhängt, hat man da eine Zielgruppe mit reingezogen, die meiner Meinung nach bei Krypto ultra nervig war. Dort wurden dann nämlich auch ständig neue Coins erstellt, irgendwelche Shitcoins, weil in der Theorie könnte jeder einen Coin machen. Also ich könnte jetzt auch theoretisch einen Coin machen und ihr könntet den theoretisch kaufen. Jo. Und über diese Shitcoins wurden dann immer so tausende positive Dinge verbreitet, was dieser Coin alles machen soll. 50% der Einnahme von diesem Coin gehen an den Tierschutz. Durch diesen Coin bündeln sich alle Weltmächte und sorgen für Weltfrieden. Dank dieses Coins kommt endlich Half-Life 3 raus. Aber das Verbreiten von diesen Coins, beziehungsweise das Werben, das ist nicht einfach so gewesen wie, hey, wir freuen uns endlich zu verkünden, unser Scamonia-Coin ist jetzt endlich online. Viel Spaß damit und danke für den Support. Nein, das war nämlich meist ein bisschen anders. Telegram-Gruppen, Discords, Twitter, TikTok, Instagram-Bots. Warte mal, ich will nochmal Twitter sehen. Da ist doch hoffentlich auch ein Tweet von Montana Black dabei. Das war nämlich meist ein bisschen anders. Telegram-Gruppen, Discords, Twitter. Apple, Bitcoin, Elon Musk, Uber. TikTok,
Instagram-Bots, Bots, die dann jede Sekunde geschrieben haben oder Gruppen, in denen jede Sekunde geschrieben wurde, wie geil doch dieser Coin ist und wie viel Gewinn man schon damit gemacht hat. Nur damit du am Ende davon überzeugt bist und denkst, da stecke ich auf jeden Fall mein ganzes Geld rein. Und die am anderen Ende sich das Geld dann am Ende selbst in die Tasche stecken können. Und genau solche machen das jetzt auch mit solchen Bildchen. Also no hate, da sind auch super coole Sachen dabei und ne? Also wirklich Leute, die es auch wirklich gut meinen. Aber für mich geht das Grundlegende davon irgendwie so ein bisschen unter. Geheimnis, dass Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum Unmengen an Strom verbrauchen. Wisst ihr, wie viel? Ich habe das also wirklich gar nicht geahnt. Jetzt also, kommt's, das ist crazy. Wie viel das wirklich ist. Auf Wikipedia steht darüber etwas, aber ich habe auch auf ganz vielen anderen Seiten nachgeschaut, weil ich das nicht glauben konnte. Und die sagen Ähnliches. Und zwar, dass eine einzige Transaktion auf der Ethereum. Also, die NFTs, zugrunde gelegten Blockchains, wie Ether-verifizierten Transaktionen, bla bla bla, verbrauchten im Januar 2022 eine einzige Transaktion, verbraucht über 200 Kilowatt. Blockchain 200 Kilowattstunden verbraucht. Der durchschnittliche NFT hat einen Fußabdruck von etwa 340 Kilowattstunden, 211 Kilogramm CO2. Der Fußabdruck eines einzelnen NFTs entspricht dem gesamten Stromverbrauch eines EU-Bürgers für mehr als einen Monat. Den gesamten Stromverbrauch eines EU-Bürgers für mehr als einen Monat. Für mehr als einen Monat. Emissionen, die eine Autofahrt von 1000 Kilometern oder einem zweistündigen Flug entspreche. Das ist die Hälfte von Deutschland bis nach Madeira. Also, das ist ein einzelner NFT. Diese NFT-Scheiße muss gestoppt werden. Also wirklich, das ist doch lächerlich. Entsprechen. Was? Ist das wirklich real? Also die Leute da draußen generieren quasi Hunderte. Also jetzt mal ohne Spaß, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Ich meine, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier irgendwelche Klimawandelleugner haben im Chat. Und wir wissen ja, wie es momentan um unseren Planeten steht. Also wie es um unseren Planeten steht aktuell. NFTs, ich glaube, das ist aktuell absolut das, was wir momentan nicht gebrauchen können. Also das, was der Planet absolut nicht gebrauchen kann im Jahre 2022, sind NFTs. Ich glaube, das ist das Schlechteste. Das Schlechteste, was die Erde aktuell gebraucht. I mean, die sind wirklich unnötig. Warum? Warum ausgerechnet jetzt? Wo jeder. Also, wir wollen die Umwelt schützen, aber machen exakt das Gegenteil. Genau das Gegenteil. So einen Fußabdruck hat und der normale Bürger wird dann dafür kritisiert, wenn er seine 1 Watt LED aus Versehen vergessen hat, anzulassen. Oh! Spaß, natürlich wird man dafür nicht kritisiert. Aber ist es nicht total wichtig, dass man eigentlich darauf achtet, dass man das irgendwie besser macht? NFTs sind an sich nicht unnötig, aber was daraus gemacht hat, ist richtiger Trash. Aber Gami, inwiefern sind denn NFTs nicht unnötig? Also ich finde NFTs komplett unnötig. Ich meine, NFTs sind lediglich eine Investition, eine richtig weirde Investition, wo du eine Bilddatei, ein JPEG, was auch immer, auf den Server hochlädst und dann weiterverkaufst. Und das die ganze Zeit. Die bleiben für immer online und die Emissionen hast du dir ja angeguckt. Also mir persönlich fällt nichts Unnötigeres ein als NFTs. Also es ist einfach nur, Reiche hantieren mit Geld und wissen nicht, wohin damit. Neuer Peak, könnte man sagen. Schlimmer? Oder ist das Sache der Politik? Ach ja, höhere Strompreise machen. Das ist definitiv die Lösung des Problems. Also es gibt natürlich auch Kryptowährungen, die umweltfreundlicher ist. Aber NFTs sind nicht die Bilder. Garmin, ich weiß, was NFTs sind. So. Also mir ist schon klar, dass es nicht das Bild an sich ist, sondern die Tatsache, dass dieses Bild auf diesem Link ist. So, am Ende des Tages ist es einfach nur ein Link. Aber was bringt dir der Link? Es ist halt einfach unnötig, von vorne bis hinten. Nein, Alblade, die Technologie von NFTs kann zukunftsweisend sein. Aber es wird halt so viel für weirden Müll genutzt. Ich weiß nicht, also inwiefern das zukunftsweisend ist. Also für mich ist das einfach von vorne bis hinten unnötig. So ist. Ich habe mir super viel zu NFTs angeguckt. Ich habe super viel auch darüber gelesen. Und mein Fazit ist, die Welt wäre ohne NFTs besser dran. So 1000%. Also change my mind. Ich sitze hier mit meinem Tee, change my mind. Wahrscheinlich werden irgendwelche Leute, die pro NFT sind, mit irgendwelchen Sachen kommen, die ich schon weiß. Und ich verspreche euch, ich habe schon ein Gegenargument. Ich werde in ein paar Monaten die NFTs wieder vergessen und niemand redet mehr darüber. Ich wette nicht, Linda. Ich wette 1000% nicht. Also NFTs, das wird jetzt für immer bleiben, wie Bitcoin. So, Bitcoin war auch nicht ein Trend. Also generell, ich finde, NFT hat schon diese Schwelle überschritten,
wo man sagen kann, ja, das ist doch nur ein Trend und in ein paar Monaten wird sich sowieso keiner mehr dafür interessieren. Diese Schwelle ist schon längst überschritten. Schau nach Amerika. Jeder will Ethereum oder Bitcoin und, ne? Und was viele auch bei NFTs sehr stark kritisieren, ist das Geldwäscheproblem. Also ich könnte theoretisch einfach zu meinem Nachbarshund gehen, dem eine Niere klauen, diese dann im Dark Web verkaufen. Natürlich mit Kryptowährung, denn im Dark Web wird immer mit Kryptowährung gehandelt, ist halt anonym. Dann ein NFT erstellen, ins Auktionshaus stellen für, keine Ahnung, was die Niere wert, 40.000 Euro. Mir die dann selbst abkaufen und schon habe ich reingewaschenes krank Geld. Keiner würde irgendwas bemerken. Also selbst der Nachbar nicht, weil Hunde pinkeln sowieso schon sehr häufig. Also wenn sie draußen sind und wenn er dann jetzt ein bisschen häufiger pinkelt. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich gar nicht mal wirklich bedacht habe. Ja, Leute, ich habe eine neue Geschäftsidee. Ja, scheiß mal auf YouTube, scheiß mal auf Twitch. Gebt mir euren Hund. Das beziehungsweise seine auch, Niere. Also mit einer Niere. Manche behaupten ja auch, dass man diese ganzen NFTs später dann, wann ist das ungefähr, keine Ahnung, so 10 Jahre wahrscheinlich, im Metaverse benutzen kann. Aber yeah, wofür? Das also Metaverse. Ist grundsätzlich die Idee davon ja nicht verkehrt, die Bilder zu schützen, handelbar zu machen, den Künstlern irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu geben. Aber nicht dieses, yo, lass noch 1000 ganz ähnliche Bilder computergeneriert machen, um dann so viel Geld wie möglich zu machen. Das ist nicht so nice. Ja, aber genau das passiert. Und ich glaube auch nicht, dass man das rückgängig machen kann. Also vielleicht kann man das ganze NFT-System noch mal ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, verbessern. Aber es hat zu viele Konsequenzen. Also viel zu viele Konsequenzen. Es wirkt wie eine Idee, wo jemand sich dachte, oh geil, lass das machen, aber sich wirklich 0% mit den Konsequenzen auseinandergesetzt hat. Ey, ich bin diesem Thema fast gar nicht drin. Ich kriege halt nur ständig DMs, sehe ständig Beiträge irgendwo darüber. Und irgendwie finde ich es sehr merkwürdig, weil das, was ich davon kennengelernt habe am Anfang, ist was komplett anderes als das, was es jetzt irgendwie ist. Aber vielleicht bist du ja in der ganzen Sache drin und kannst mich vielleicht ein bisschen davon überzeugen, dass das vielleicht ja doch was Gutes ist, beziehungsweise sich in eine bessere Richtung bewegt. Ich finde nämlich auch selbst dieses Sammelargument irgendwie nicht so nice, dass das wie Pokémon-Karten sind, die man dann sammelt. Dann sammelt lieber Pokémon-Karten. Was? Wer sagt denn das? Man sammelt das wie Pokémon-Karten, habe ich ja noch nie gehört. Energie, die dabei verballert wird, die könnte man so... Ja, same. Mir geht es genauso. Alles, was ich bisher über NFTs gelernt habe, ist einfach nur, also ich denke mal wirklich in jeder Hinsicht keinen Bock mehr. So viel besser nutzen. Was soll man schon dazu sagen? Zum Beispiel Achterbahnen in jeder Stadt, günstigere Strompreise, Flugzeuge, die mit Strom betrieben sind und GeForce 3080 Grafikkarten auf den Flügel haben. Imagine. Als Antrieb. Oder auch Grafikkarten wieder zum Spielen nutzbar machen für die Leute. Eine NFT-Transaktion sollte meiner Meinung nach nicht mehr Strom verbrauchen, als einen Power-Tweet abzuschicken oder den Like-Button abgestürzt oder den Abonnier-Button zu drücken. Ja, aber wie soll man das umsetzen? Ja, das war eine Aufforderung. Das ist halt die Frage. Nur, wenn euch das Video gefallen hat. Denn Leute, je mehr Ressourcen wir sparen über die Zeit, ja, umso mehr kommt... Ja, also ich habe mir schon einige Videos über NFTs angeguckt und je mehr ich darüber erfahre, desto mehr denke ich, kann das bitte nicht gestoppt werden irgendwie? Der Stromverbrauch ist crazy. Die Konsequenzen sind crazy. Künstler sollen geschützt werden, aber mit dem, wie sich NFTs aktuell verhalten, ist exakt das Gegenteil der Fall. Weiß nicht, irgendwie ist alles an diesem Thema scheiße. Wirklich von vorne bis hinten. Ich verstehe halt nicht, guck mal, die Sache ist, ich verstehe halt nicht, warum YouTuber oder Streamer im deutschsprachigen Raum, ich will jetzt keine Namen nennen, ne? Aber du kannst nicht, also vor allem nach diesem Video, du kannst dich nicht gleichzeitig, also du kannst dir nicht ein NFT holen und dich gleichzeitig für Umwelt aussprechen. Also das ist meiner Meinung nach die größte Doppelmoral überhaupt. So, du kannst nicht beides gleichzeitig machen. So, entweder hältst du deine Klappe in Bezug auf Umwelt und holst dir ein NFT, oder du hältst hier kein NFT und bist für mehr Umweltfreundlichkeit. Die Sache ist, wenn du für beides bist, stell dir dann vor, du bist meiner Meinung nach laberst du Scheiße. Keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal.